Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Last of Us, ihr Lieben. Da spielen die Hundis und ich glaube, sie werden uns gleich richtig schön. Naja, okay, ich gehe erstmal hier lang. Nein, sie werden mit uns erstmal nichts machen. Wir gucken uns erstmal in den Gebäuden überall um, ob wir hier irgendwas finden. Und ob wir hier noch was einsammeln können. So, hier sehe ich jetzt gerade erstmal nichts. Wir können aber noch nach oben. So, was habe ich denn hier? Kara, du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemanden außer mir die Tür. Spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setze deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald, Dad. Explosion. So, auf jeden Fall nehmen wir das mit. Um Gottes Willen, pack die Scheiße wieder. Der will gleich immer Feuer legen, ne? Der kleine Joel. Oh. Oh, bisschen Munition. Sehr schön. Hier habe ich soweit erstmal nichts. Ich weiß nicht, ob ich bei den Hunden vorbeigehen kann. Weil da stand noch eine offene Tür. Es könnte sein, dass wir da hingehen können. Oh, ich dachte, das wäre eine Flasche. Also es ist eine Flasche, aber ich dachte, das wäre eine Flasche zum Werfen. Mitnehmen. Henry, Platz da. Joel muss regeln. Oh, hat sonst noch jemand Hunger? Ja, ja. Wirklich jetzt. Ich habe Hunger, Leute. Och, Lesezeug. Ein Spaß für jedermann. Eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen. Deine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu gutem fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Ich. Oh, Tresor. Okay, Tresor habe ich nicht. Also hier müsste irgendwo ein Tresor sein. Oh, es geht ja noch weiter. Thank you.
Ein Tresor, der geknackt werden will. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Sie freut sich auf jeden Fall. Wir sind die Reisenden, okay. Großer, schöner PC. Tisch. Nächstes. 8:21:36. 8:21:36. Pfeile, die habe ich doch alle nicht. So, Joel, wie war das nochmal? Genau. 8:21:37. Warte mal. Warte. Liegt das eigentlich noch oben? Ich sammle sie immer mit ein, ne? Ach ja, ich bin ein Trottel. Nein. Doch. Habe ich 37 gesagt? Ich habe 37 eingegeben, ne? Oh mein Gott. 8:21:36. Ich habe 37 gesagt. 8:21. 8:21. 36. Wie komme ich auf 37? Ich habe keine Ahnung. Kann ich nachladen? Nope. Kann ich nicht. Die ist soweit voll. Hey Sam. Vorsichtig. Ja. Okay. Gut, vorne gehe ich nicht raus wegen Hundis. Da hinten. Auf dem Dach. Also gut. Bleibt alle hier. Nein. Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ab. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey. Vorsichtig. Ja. Vorsichtig ist mein zweiter Vorname. Au! Er ist hier drin! Der hat mich durchs Fenster voll beschossen. Ich kann ihn nicht anvisieren von hier aus. Wir suchen
von der anderen Seite zu kommen. Das nehmen wir mit. Hallo, nimm. Zwei. Ich weiß, wo ihr seid. Muss ich ihn anschießen? Ich weiß, wo ihr seid. Was habt ihr hier zu suchen? Sehe ihn nicht. Ich weiß, wo ihr seid. Nee, könnt ihr vergessen. Ich treffe ihn so nicht. Kann schon hier rüber? Nein. Ah, okay. Ich glaube, das kann man nicht machen. Man muss hinschleichen. Alter, hängen geblieben. Leck mich doch am Arsch. Gib mir Deckung. Geh ran. Scheiße. Ich drücke die falschen. Hallo? Ernsthaft? Oh, leck mich doch am Arsch, wirklich. Ja, werde ich jetzt gleich merken, weil ich mich gerade sehr doof angestellt habe. Und hinter mir einer ist. Das war wirklich erste Sahne. Ich töte dich, mein Freund. Falscher Knopf schon wieder und es dauert wieder mal sehr lange. Lol. Hab ihn! Oh, der hatte auch einen Wally. So, das nehmen wir auf jeden Fall. Was? Hä? Hier ist nichts. So, darf ich jetzt mal hier kurz rumschauen? Danke.
Ich verwechsel gerade irgendwie die ganze Zeit irgendwie die Knöpfe. Wow. Das habe ich an meinem Kopf gemerkt. Wie viel Muni hat er eigentlich? Und wenn wir da sind, gibt es dann keine Muni mehr für uns? So. Nochmal kurz nach oben. Oh, hi. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe gerade absolut nicht aufgepasst. Ich habe gerade bei OBS reingeguckt. Habe ich hier gerade was gesehen? Nein. Scheiße! Der hat mich getroffen. Schnappt sie, Jungs! Schnappt sie, Jungs! Ja, na klar. Wie oft willst du schießen? Ja, ja. Das wirst du bezahlen. Ja, weiß ich. Ich habe keine Dings mehr, ne? So, der muss ja, Schnuckischchen muss ja oben sein. So, ja, okay. Erste Hilfe kann ich mir noch nicht machen. Ups. Ist erstmal nichts. So, ich glaube, der ist noch eins höher.
Ich muss ja was machen. Hab ich. Scheiße. War ein Schulterschuss. Meine Nase juckt. Na los, Leute. Hat das Schwein. Hey, das war eigentlich getroffen. Oh, du Scheiße. Was soll ich denn jetzt machen? Nein. Scheiße, ich dachte, ich könnte jetzt hier irgendwas machen. Jawohl. Scheiße! Oh, das war heftig. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Bitte. Sieh mal da. Oh, mein Finger juckt gerade. Zittert. Geschafft. Wir müssen weg. Okay. Henry! Verdammt! Sam, alles okay? Ja, jetzt gut. Sicher? Ja, alles gut. Gehen wir! Schneller! Nichts mehr machen. Scheiße, zu früh. Ich wollte zwei auf einmal. Oh Gott. Nimm das Gewehr mit. Ich lebe.
Jemand verletzt? Alles okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Aber Dali? Dann los. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht hier nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich habe ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam?
Ich lasse ihn erst mal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Ups. Sam? Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Das ist alles deine Schuld. Henry. Henry, nicht. Da noch was? Ah, Bild, ich wollte schon sagen. Hängen geblieben? Jackson County. Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Ja, meiner Lieben, das... Ich weiß nicht, was ich fühle. Das war eine traurige Folge und ich würde sagen, ich werde hier ein Folgenpause machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gut aufgepasst. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.